Himmlische Nachrichten, euch ist heute der Heiland geboren. Am zweiten Adventwochenende haben wir meine Freundin Gabriele in Karlsruhe besucht. Zwei Tage vorher hat sie mir eine WhatsApp geschrieben. Sie hat geschrieben, Till und ich sind am Samstagabend bei Freunden zu Glühwein und Lagerfeuer eingeladen. Habt ihr Lust, dass wir da zusammen hingehen? Wir hatten Lust, wir lernen ja immer gern neue Leute kennen. Lagerfeuer klang auch toll und so saßen wir also abends auf der Terrasse um eine Feuerschale herum. Wer hat denn in diesem Jahr schon mal um eine Feuerschale rumgesessen? Na, so ein paar gibt's. Also wir saßen um diese Feuerschale herum, es wehte ein eisiger Wind. Es gab Glühwein, es gab heiße Würstchen, es gab Kartoffelsuppe und wir hüllten uns in warme Decken ein. Dann so ein bisschen Smalltalk, wer seid ihr eigentlich? Woher kennt ihr euch? Ach ja, ihr habt in Marburg studiert, ganz nett. Was macht ihr denn so beruflich? Wie alt sind eure Kinder? Seid ihr schon geimpft? Also was man halt alles heute so fragt. Dann sprachen wir darüber, wie wir die letzten zwei Jahre so erlebt haben, wie klein doch die Welt irgendwie geworden ist. Und plötzlich sagte eine Frau, Sabine war eine Lehrerin, komm, wir erzählen uns mal von den schönsten und eindrücklichsten Urlaubserlebnissen. Ich habe so spontan gedacht, klar, eine Lehrerin, die hat immer so eine Einstiegsfrage, um das Gespräch irgendwie in Gang zu bringen, ne? Und dann ging es halt los. Der Till, der erzählte, wie ein Bär den Rucksack seines Großvaters geplündert hat, als er mit ihm, als er noch ein Kind war, in Kanada unterwegs war. Fabian erzählte vom Nordlicht, wo ist er denn? Er war eben noch hier. Wo ist denn mein Mann? Ah ja, genau, Fabian erzählte vom Nordlicht, das wir zusammen gesehen haben. Meine Freundin Gabriele erzählte von einer tollen großen Schiffsreise. Anne erzählte von einem Ausflug an den Badesee. Und während wir alle erzählten, merkten wir, dass uns nicht nur das Feuer wärmte, sondern auch die Erinnerungen, die wir miteinander teilten. Und natürlich wuchs in uns in dem Moment auch die Hoffnung und die Vorfreude darauf, irgendwann auch mal wieder reisen zu können. Als wir nach diesem Wochenende wieder zu Hause in Oberstedten waren, sagte ich, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt setze ich mich endlich hin und mache aus den Fotos unserer letzten großen Familienreise endlich mal das Fotobuch, was schon seit Jahren wartete. Ich dachte dann, das wäre so eine Sache von 1-2 Stunden. Ja, die ersten lachen schon, genau. Ich hatte mich getäuscht. Ich saß von morgens bis abends an unserem Esstisch und bastelte online dieses Familienfotobuch. Und ich sagte zu meinen Kindern, Leute, wenn jemand klingelt, ne, lasst bloß keinen rein. Ich saß nämlich noch im Bademantel da und wollte auf keinen Fall den Eindruck erwecken, ich würde den ganzen Tag nur im Bademantel zu Hause rumhängen. Nein, ich stehe auf, fange sofort an zu arbeiten. Da kommt man nicht zum Anziehen. So war es jedenfalls bei mir an diesem Tag. Also ich habe diesen ganzen Tag mit den wunderbaren Erinnerungen an unsere Reise verbracht. Und ihr könnt mir glauben, am Ende dieses Tages hatte ich das Gefühl, ich wäre nochmal da gewesen. Ich fühlte mich nochmal mit dieser wunderschönen Zeit beschenkt. Und dann habe ich mir gedacht, das mache ich heute Abend auch. Warum lassen wir uns heute nicht an Heiligabend mal mit Erinnerungen beschenken? Und bevor wir jetzt also gleich in diese Geschichte einsteigen, die wir eben gehört haben, die über diesem Weihnachtsabend steht und in der wir ja auch Menschen begegnen werden, die nachts an dem Feuer sitzen und miteinander reden, möchte ich euch ein paar Erinnerungen aus unserem Gemeindeleben zeigen. Vielleicht aus der Zeit, als wir noch nicht so weit voneinander getrennt sein mussten. Und ich sage mal Danke an die Micha Garmann. Ich glaube, die ist heute Abend auch hier, oder? Falls du da bist, wink mal. Ja, die ist nämlich, also welch Glück für mich, welch Pech für sie. Sie war sehr lange jetzt krank, ein paar Wochen, und hatte Zeit. Und so habe ich sie gefragt, ob sie bereit wäre, ein paar von den alten Gemeindefotos rauszusuchen aus ihrem Gemeindebrief-Pool. Und das hat
sie gemacht. Vielen Dank, Micha, und schön, dass du heute Abend hier bist. Und jetzt schauen wir uns mal ein paar Fotos zusammen an. Und ich hoffe, die Fotos wecken auch in euch eine gewisse Vorfreude und Hoffnung auf das, was auch wieder kommen wird. Bisschen langsamer, Fabian, lass es wirken, es sind nicht so viele. Himmlische Nachrichten. Euch ist heute der Heiland geboren. Das ist auch eine Erinnerung, die uns heute wärmen und uns den Horizont weit machen kann. Jedes Jahr an Weihnachten tauchen wir wieder in diese Geschichte ein. Wir hören von den Hirten, die da auf den Feldern nicht weit von Bethlehem entfernt um ein Feuer herumsitzen. Es ist Nacht und es ist kalt. Sie haben was gegessen, sie haben was getrunken, stelle ich mir jedenfalls vor, und sich in warme Decken und Felle eingehüllt. Und dann haben sie vielleicht auch leise angefangen zu reden, über was man halt so geredet hat. Über die Unterdrückung durch die Römer, über zu hohe Steuern, wie es den Kindern so geht, über den Löwen, der letztes Jahr ein Schaf gerissen hat, alles, was einem halt so durch den Kopf ging. Und dann steht in der Bibel, dann plötzlich war der Himmel von Licht erfüllt. Gottes Engel trat zu den Hirten ans Feuer und verkündete ihnen die gute Nachricht, euch ist heute der Heiland geboren. Gute Nachrichten. Es gibt eine Website, die auch so heißt, ich habe die mal angeklickt. Und kaum klicke ich die an, blinkt mir in Schriftgröße 50 ungefähr das Wort Coronavirus entgegen. Ich habe die Seite natürlich sofort wieder geschlossen, da habe ich überhaupt keine Lust drauf gehabt. Gute Nachrichten, was wäre denn mal eine gute Nachricht? Ich habe mir so überlegt, was wäre für mich eigentlich gerade mal eine gute Nachricht? Wenn ich Nachrichten gucke, ich gucke sie nicht immer, manchmal ertrage ich es nicht, aber wenn ich sie gucke, dann wünsche ich mir, dass jemand sagt, die Inzidenzen sinken. Oder ich wünsche mir, dass irgendjemand sagt, die neue Variante erweist sich als völlig harmlos. Oder Silvester darf gefeiert werden. Oder, also ich weiß, Schüler waren da ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Die einen haben gesagt, ich wünschte, die Nachricht heißt, die Schulen bleiben offen. Andere haben gesagt, ich wünschte, die Schulen machen bald mal zu. Also wir merken schon, mit den guten Nachrichten ist das natürlich manchmal auch so eine Sache, ne? Die Menschen in den Wäldern an der belarussischen Grenze zu Polen sind in Sicherheit und es geht ihnen gut. Das wäre auch eine Nachricht, über die wir uns freuen könnten, wenn das mal gesagt würde. Eine der besten Nachrichten, die ich mir zurzeit vorstellen kann, ist, die Pandemie ist vorbei. Und ich habe neulich, wir haben neulich geredet, Julia, ne, darüber, wann diese Nachricht wohl endlich verkündet wird. Julia ist da ganz pessimistisch. Ich möchte deine Haltung hier jetzt gar nicht zum Besten geben. Ich bin optimistisch, ich glaube, irgendwann wird es kommen. Irgendwann wird sich hier jemand hinstellen und weltweit sagen, die Pandemie ist vorbei. Gut, ich weiß, es wird noch eine Weile dauern, bis wir das aufrichtig verkünden können.
Aber trotzdem, ich bitte euch, stellt euch mal kurz vor, auch in Erinnerung an diese Bilder, wie das sein wird, wenn das gesagt wird. Und wenn es auch wirklich stimmt, überlegt mal, wie sich's anfühlen wird. Kriegt das hin? Oder seid ihr schon so eingenordet, dass ihr nicht mehr wisst, wie sich's anfühlen könnte? Also ich kann es mir noch vorstellen. Ich kann mir noch vorstellen, wie sich das mal anfühlen wird. Und dieses Gefühl, das multipliziert mal mit 10. Und selbst dann, behaupte ich, habt ihr vermutlich noch nicht mal ein 100% von der Gefühlsintensität, die die Hirten damals hatten, als der Engel zu ihnen sagte, euch ist heute der Heiland geboren. Darauf hatten sie schon so lange gewartet. Und nicht nur sie, die paar Hirten, die da saßen. Seit Generationen warteten die Menschen dort in der Gegend darauf. Seit Hunderten von Jahren hofften sie darauf, dass endlich der Heiland geboren wird. Der Messias, der neue König, der Retter der Welt, der das Elend der Unterdrückung beendet. Von diesem Retter hatten schon die großen Propheten Israels gesprochen und sein Kommen angekündigt. Denn uns wird ein Kind geboren, heißt es beim Propheten Jesaja. Uns wird ein Kind geboren, ein Sohn wird uns geschenkt und die Macht liegt auf seiner Schulter. Und der Name des Kindes wird sein Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst. Das sind ja ein bisschen verrückte Namen, also stellt euch mal vor, man würde ein Kind so nennen. Gottheld, obwohl soll es ja gegeben haben, ne? Ewig Vater. Solche Namen sind nicht einfach nur irgendwie, klingen nicht einfach nur nett, sondern sie wurden in der Tradition des alten Israel dem König bei seiner Thronbesteigung verliehen. Gewissermaßen stellten solche Namen so eine Art Regierungsprogramm dar. War ein bisschen kürzer als das, was hier neulich erarbeitet wurde, aber vielleicht nicht weniger gehaltvoll, sage ich mal. Wunderrat. Die Hirten wussten, das wird jemand sein, der weiß, wie große und weitreichende Entscheidungen und Aufgaben umsichtig anzugehen sind. Wunderrat. Oder auch Gottheld, jemand, der stark ist und der uns unterstützt. Ewig Vater, das ist jemand, der sich um uns kümmert, egal was geschieht, immer. Friedefürst, jemand, der Frieden stiftet, der die Zerstrittenheit beendet, der dafür sorgt, dass alle glücklich sind. Kurz gesprochen, ein Heiland für die Welt. Ganz spannend ist schon damals, also zunächst begann diese Tradition natürlich damit, dass in Israel immer der König, der als nächstes kam, diese Namen verliehen bekam, ja, und wurde als Messias bezeichnet. Aber ziemlich schnell haben die Menschen verstanden, der Messias, auf den wir warten, der ist nicht nur für uns da, für unser Volk, sondern es wird jemand sein, der für die ganze Welt Heil bringt, ein Retter für die ganze Welt. Ich habe mir so gedacht, über dieser Predigt steht ja besonders dieser Satz aus der Verkündigung der Engel, euch ist heute der Heiland geboren. Und ich frage mich, ob wir uns an diesem Weihnachten das vielleicht nochmal besonders klar machen müssen. Wenn da steht, euch ist heute der Heiland geboren, dann ist es nicht nur die paar Hirten gemeint. Es sind auch nicht nur die gemeint, die jetzt hier in der Kirche sitzen oder die zu Hause an irgendeinem Bildschirm sitzen. Es sind auch nicht nur die Geimpften gemeint. Es sind auch nicht nur die Ungeimpften gemeint. Ich fand ganz interessant, also in diesem Weihnachten singen ja viele Leute Lieder, ne? Diejenigen, die gegen die Impfung auf die Straße gehen, singen Weihnachtslieder. Diejenigen, die geimpft in die Kirchen gehen, singen auch Weihnachtslieder. Also ich sag mal so, wenn das euch ist heute der Heiland geboren wirklich gilt, dann gilt er eben für alle. Dann gilt er für die Amerikaner und für die Russen. Er gilt für die Menschen, die in den Wäldern Schutz suchen, genauso wie für die Menschen, die dafür sorgen, dass andere verfolgt werden. Das finde ich persönlich immer am herausforderndsten. Zu denken, dieses euch ist heute der Heiland geboren, gilt auch und vielleicht gerade auch für die.
gilt für jeden Menschen. Und ich wünsche mir, dass wir, wenn wir in die nächsten Wochen und Monate gehen und wir haben wirklich noch schwere Zeiten vor uns, in denen wir auch uneinig werden, in denen Schülerinnen und Schüler miteinander streiten, der eine lässt sich impfen, der andere nicht, wird er jetzt ausgeschlossen aus der Freundschaft oder nicht? Das sind Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Ich wünsche mir, dass wir in unserem Kopf und in unserem Herzen diese Wahrheit Gottes bewahren. Gott lässt sich von niemandem vereinnahmen. Gott ist für alle in die Welt gekommen. Der Heiland ist für alle Menschen geboren. Und Meinungen sollten an dieser Stelle nicht zwischen uns stehen. Euch ist der Heiland geboren. Ich stelle mir vor, wie die Hirten damals reagierten. Der eine Hirte ist vielleicht skeptisch. Man weiß ja, wie das mit falschen Versprechungen ist und es gab schon viele falsche Versprechungen. Ein anderer Hirte ist vielleicht erleichtert. Eine große Anspannung fällt von ihm ab. Dem nächsten Hirten wird vielleicht ganz warm ums Herz und große Freude macht sich sofort in ihm breit. Zu all diesen Hirten sagt jetzt der Engel, so unterschiedlich, wie sie eben reagieren auf so eine Nachricht, und jetzt geht los. Macht euch auf den Weg zu dem neugeborenen Kind. Und damit ihr es auch findet, gebe ich euch einen kleinen Tipp. Es liegt in einer Futterkrippe. Ja, ihr kennt die Geschichte. Die Hirten gingen sofort los. In der Bibel steht, sie gehen eilend los. In der Bibel steht allerdings nichts von einem Stall, nur von einer Futterkrippe. Vielleicht war es ein Stall, vielleicht war es auch eher so ein höhlenartiger Unterschlupf für die Tiere. Auf jeden Fall war es ein Ort, wie meine badische Freundin Gabriele sagen würde, ein Ort arg armselig. Aber es war ein Ort, den die Hirten gut kannten, der zu ihrem Alltag gehörte. Gott kommt nämlich nicht irgendwo fernab zur Welt, sondern mitten unter uns, mitten in unser alltägliches Leben hinein. Für die Hirten war es der Stall, in dem sie das neugeborene Kind fanden. Bei uns, naja, können wir ja mal selber überlegen, was für ein Stall das ist, wo bei uns Gott hineingeboren werden muss und werden will. Mitten hineingeboren in ihr Hirtenleben. Wenn der Engel Gottes dir heute Abend die gute Nachricht verkünden würde, und ich glaube ja, das tut er heute Abend. Dir ist heute der Heiland geboren, was meinst du wohl? Wo schickt er dich dann hin, um Jesus zu finden? Wo ist eigentlich dein armseliger, arg armseliger Stall? Schickt der Engel dich in eine zerstrittene Familie? Schickt er dich in deine geplatzten Träume und Pläne? Schickt er dich in die schwierigen Umstände an der Arbeit? Oder in die herausfordernde Situation an der Schule oder an der Ausbildung, wenn es nach den Ferien wieder losgeht? Oder schickt er dich einfach nach Hause, dorthin, wo du lebst? Wo schickt dich Gottes Engel hin? Wo will Gott für dich zur Welt kommen? Wo kannst du dem Heiland, dem Friedensbringer, begegnen? Vielleicht müssen wir auch fragen, wo brauchst du Gott am meisten? Und was passiert wohl, wenn Gott dort hinein geboren wird? Und natürlich die nächste Frage, wenn der Engel sowas zu dir sagt und sagt, da geh hin, da ist er, bist du bereit loszugehen? Wie gesagt, der Stall war arg armselig und der neugeborene Retter war auch noch arg klein. Es würde noch eine Weile dauern, bis der kleine Jesus groß sein und als Messias so richtig durchstarten würde. Und trotzdem erkennen die Hirten in dem Kind in der Krippe schon den Retter der Welt. Was wir an Weihnachten feiern, jedes Jahr wieder, ist ein Anfang. Es ist eine Verheißung. Nicht offensichtlich, nicht schon für alle klar. Anscheinend war es noch nicht mal Maria und Josef klar, was der Engel da zu ihnen gesagt hatte. Für sie war nicht klar, wer da eigentlich vor ihnen in der Krippe lag, behaupte ich jedenfalls. Denn in der Geschichte lesen wir, sehr spannend, als die Hirten das Kind in der Krippe sahen, erzählten sie Maria und Josef, was der Engel ihnen gesagt hatte. Und dann steht in der Bibel, alle, die es hörten, also Maria und Josef, staunten darüber und wunderten sich sehr.
Maria prägte sich die Worte ein und bewegte sie in ihrem Herzen. Für mich klingt das so, als wäre das kleine Ensemble im Stall ebenfalls noch sehr erstaunt und als wäre dem noch lang nicht klar, was es wirklich mit diesem neugeborenen Kindchen auf sich hat. Sogar Maria muss das erstmal in Ruhe auf sich wirken lassen. Der Anfang, den wir erleben, ist nicht immer offensichtlich. Wir schnallen nicht sofort, dass das Gute beginnt. Aber Weihnachten ist ein Anfang. Gott kommt nicht mit einem großen Knall zur Welt. Heilung braucht Zeit. Frieden braucht Geduld. Aber die Verheißung, die groß und hell über allem steht, die Verheißung ist schon in Erfüllung gegangen. Euch ist heute der Heiland geboren. Ihr seid nicht mehr allein. Von jetzt an ist Gott immer bei euch. Und zwar genau da, wo ihr ihn braucht. Genau in deinem armseligen Stall. Den Hirten ist das Licht der Verheißung aufgegangen. Nachdem sie das Kind gesehen hatten, gingen sie zurück zu ihren Herden, zurück in die Nacht. Und als sie dann wieder ums Feuer herum saßen, fingen sie an zu reden. Die Erinnerung an das, was sie gerade gesehen und erlebt hatten, wärmte ihnen das Herz und weckte in ihnen Zuversicht. Ein sehr schönes Wort, oder? Zuversicht. In der Bibel steht, sie priesen und lobten Gott für das, was sie gehört und gesehen hatten. Vielleicht stimmten sie ja in das Lob der himmlischen Heerscharen ein. Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Sein Frieden kommt zur Erde, zu den Menschen. In Liebe wendet Gott sich ihnen zu. Große, wundervolle Worte. Vielleicht fanden die Hirten aber auch ihre ganz eigenen Worte, um Gott zu loben. Wie wäre das wohl bei dir? Stell dir vor, du findest Gott in deinem Stall und erlebst, dass etwas Heilsames in deinem Leben seinen Anfang nimmt. Welchen Lobgesang würdest du wohl anstimmen? Welche Worte würdest du wohl finden? Diese drei Fragen, die ich gleich nochmal wiederhole, möchte ich dir, möchte ich euch und auch irgendwie mir selbst und uns mit in diese heilige Nacht, mit in die nächsten Tage und Wochen und irgendwie auch in das neue Jahr mit hineingeben. Wo schickt der Engel dich hin, um den Heiland zu finden? Bist du bereit, loszugehen und nach ihm zu suchen? Und ich bin jetzt schon gespannt, wie wird wohl dein Lob klingen, wenn du ihn gefunden hast?